Der Fall Lena Schilling ist gerade eines der Top-Themen in den Medien. Sie wurde mit Vorwürfen konfrontiert, die ihre EU-Spitzenkandidatur gefährden könnte. Also ich finde es ehrlich gesagt, das sind kleine Dinge in ihrem Privatleben. Das hat nicht wirklich was mit der Politik zu tun, die sie macht. Ich finde sie nämlich eine sehr kompetente politische Person. Und es kommt teilweise öfter vor, dass bei der rechten Seite der Politik viel ärgere Sachen passieren, die dann vielleicht für eine Woche beredet werden und dann wieder ignoriert werden. Aber dann, sobald eine junge, politisch engagierte Frau etwas im Privatleben irgendwie vorgeworfen wird, wird das gleich natürlich komplett angeschaut und gar nicht mehr auf die Politik von ihr geschaut. Also zum ersten Mal ist es so, dass das ja nicht das erste Mal überhaupt ist, dass private Dinge, und es läuft jetzt seit einigen Jahren, die aus dem privaten Bereich, meistens über Chats, in die Sphäre der Politik hineingezogen werden. Ich brauche an den Bundeskanzler ja nicht erinnern. Das eine Mal. So etwas hätte an sich überhaupt nie erlaubt, sondern hätte verboten werden müssen, wie ja auch manche Gerichte dazu heute sagen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie als Europapolitikerin dann fungiert, wenn sie gegen Menschen vorgeht und Menschen verurteilt. Das finde ich nicht gut.